Diese Flüssigkeit hat einen Stand. Jetzt guck mal noch mal im Inventar rein. Okay, haben wir das schon mal? Dieser Helmhalter ist recht außergewöhnlich, stabil und sehr leicht. Ja, kann man ja auch zu irgendwas verändern. Helmhalter. Okay. Okay. Jetzt muss ich etwas Treibstoff für meine Heißluftballons finden. Also das Spiel. Vielleicht kann ich etwas nützlich. Aber es ist verschlossen. Diese Waffensammlung ist beeindruckend. Kleine, trockene Stückchen Holz. Jo, hat das jetzt aufgenommen oder? Ah, das macht man dann ja rein, okay. Haben wir das auch schon mal? Die kann ich ja nicht öffnen. Vielleicht kann ich etwas. Vielleicht kann ich etwas nützen. Vielleicht kann ich etwas nützen. So, ich gehe mal. Vielleicht kann ich etwas nützen. Okay, die Tür ist schon mal offen. Wo muss ich jetzt eigentlich lang? Ich bin jetzt hier durch. Ich kann ja noch mal gucken. Geschlossen. Gibt es hier nicht irgendwo einen Gang? Irgendwo ein winziger Gang. Ich gehe noch mal hier hoch. Geschlossen. Okay, dann zur Karte. Okay. Reißen ist nicht mehr möglich. Ich weiß nicht warum. Durch diese Tür komme ich auch nicht. Finde ich da drinnen vielleicht noch was? Nö. Okay. Wo haben wir denn jetzt eigentlich das gefunden? Ich gehe nochmal dahin, wo ich vorher war. Hier hinten war das, glaube ich, oder?
Nee. Dann ist die Tür, die sich nie offen öffnen ließ hier. Okay. Okay, muss ich mal ganz kurz gucken hier nach meinem rechten Fernseher. Da hat mir nämlich gerade gesagt, dass er sich in 53 Sekunden Das ist die ausschaltet. Tür zum Juwelenhaus der Königin und sie ist ziemlich massiv. War das das Geräusch einer Säge hinter der Tür? Lupin könnte sein Werk jeden Moment vollenden. Ich muss mich beeilen. Das ist die Tür zum Juwelenhaus der Königin und sie ist ziemlich massiv. War das das Geräusch einer Säge hinter der Tür? Lupin könnte sein Werk jeden Moment vollenden. Ich muss mich beeilen. Ja. Ah, hier. Wenn ich dem Namensschild auf dieser Uni. Der interessiert mich nicht, dann. Der Wärter muss diesen Schlüssel verloren haben, als er hingefahren. Das ist die Tür zum Juwelenhaus. Komm. So. Das ist die Tür zum Juwelenhaus der Königin. Das ist ne. Gut, wenn ich hier nicht reinkomme, gehe ich erstmal zurück. Echt jetzt? Ich kann durch Türen gehen. Ich speichere lieber ab, denn wenn sowas kommt, ist meist irgendwo ein Fehler. Obwohl das Spiel besteht ja aus einigen Bugs, aber ehrlich gesagt, die übersehe ich gerne, wenn ich das hier sehe, wie gut das Spiel aufgebaut ist. So, wir müssen erstmal schauen. Reißen kann ich ja noch nicht, weil nicht mehr. Ich weiß auch nicht warum hier. Aber eben, ich muss jetzt komplett laufen. Was ich noch nicht aufnehmen konnte, waren die Rollschuhe. Ich guck mal, ob ich die jetzt aufnehmen kann, nachdem ich so vieles gemacht habe. Die sind nämlich noch komplett offen. Sicher ein Geschenk für ein Kind. Rollschuhe. Sicher ein Geschenk für ein Rollschuhe. Okay. Der Schlüssel in der Waffenkammer war da eine kleine Truhe. Stimmt ja, war ja was. Das könnte noch nützlich sein. Gut. Das könnte noch nützlich sein. Wir wissen ja, was du gerne sagen möchtest. Das könnte ja noch nützlich sein. Deswegen gehen wir jetzt mal nützlicherweise ganz schnell wieder zurück. Vielleicht kommen jetzt die Rollschuhe, weil Schraubendreher und Pfeile, ehrlich gesagt, damit können wir gut was machen. Einen kleinen so einen Flaschenzug machen. Sicher ein Geschenk für ein Kind. Rollschuhe. Sicher ein Geschenk für ein Kind. Rollschuhe. Gut. Die Pfeile kann aber auch der Typ gebrauchen. Jetzt ist die Tür wieder schwarz. Ich kann mich auch nicht entscheiden. Hier, ich konnte nur diese Pfeile finden. Kann man auch ohne Schlüssel ins Juwelenhaus gelangen? Nein, nicht ohne Kanone. Dann muss ich mir eine besorgen. Das ist gewiss ein Scherz. In solch ernsten Angelegenheiten pflege ich nicht zu scherzen. Solche Dinge sind in der Waffenkammer oben neben der Treppe zum Weißen Turm, dem Hauptturm. Der Zweitschlüssel befindet sich in einem der Dienstgebäude. Aber es wäre zu kompliziert, Ihnen zu erklären, wie Sie ihn finden. Bitte befreien Sie sich.